Copyright Warnzeichen Credit NGRTLDRDRSHIAZI. Während in der aktuellen Staffel des Bachelors nur noch Jenny und Eva um das Herz von Andrej Mangold, 32, kämpfen, hat Maxime Herbort, 24, ihren Bachelor bereits hinter sich gelassen. Vor einem Jahr nahm Maxime Herbort an der RTL-Sendung Der Bachelor teil und hoffte genau wie ihre Konkurrentinnen, dort den Mann ihrer Träume zu treffen. Doch Daniel Völz, 33, konnte die Brünette nicht von sich überzeugen, so dass diese die Show in der 6. Folge freiwillig verließ. Vor einigen Tagen brachte die Influencerin ihre Fans ganz schön durcheinander. Auf ihrem Instagram-Account postete sie ein Bild aus dem Thailand-Urlaub, darauf hält Maxime eindeutig die Hand eines Mannes. Fragen häuften sich unter dem Post. Ihre Follower wollen unbedingt wissen, wer der neue Mann an Maxims Seite ist. Und auch wenn sie ihren Fans hier nicht antwortet, gibt sie gegenüber RTL zu, die Identität ihres Freundes verrät Maxime bisher nicht, jedoch könnte es sich laut Spekulationen sogar um den ehemaligen Bachelorette-Kandidaten David Friedrich, 29, handeln. Die beiden verstehen sich offenbar sehr gut und sind schon seit einiger Zeit befreundet. Ist alles, was Maxime zu den Gerüchten sagen will. Nach einem Nein klingt das ja nicht. Gönnen würden wir Maxime Mangold und David Friedrich das Liebesglück auf jeden Fall.